Massimo Calotto, sono molto contento di ricevervi qui alla Clatcota. Lei viene da Padova, lui è uno dei scrittori italiani molto celebri. A parte altri romanzi, lui ha già scritto 20 libri gialli. Adesso il vostro libro Respiro Corto è stato tradotto e pubblicato da Clatcota con il titolo di Marseille Connection. L'idea principale di Respiro Corto c'è. L'idea principale di Respiro Corto è di fornire un affresco sulla criminalità a livello internazionale, in particolare raccontando una cosa che sta accadendo solo oggi, e cioè che la criminalità ha un bisogno strategico di accedere alla cultura, alla cultura, al sapere universitario, perché oggi la criminalità ha a che fare con mercati che impongono il fatto di sapere muoversi in quegli ambienti. E questa è una cosa assolutamente nuova che secondo me era importante raccontare. Damit wir nicht einen Sprachkurs machen, habe ich Herrn Kraushaar mitgebracht. Also es ging bei dem Buch darum, praktisch ein Update über den Zustand der international operierenden Kriminalität, der mafiösen Bewegungen zu beschreiben. Und die neuesten Entwicklungen, die er dort auch beschreibt, sind eigentlich aus der Notwendigkeit entstanden, die auch die mafiösen Strukturen erkannt haben, dass Bildung, eine gute Schulbildung, eine gute universitäre Bildung ganz entscheidend wichtig ist, auch für kriminelle Organisationen, weil heutzutage kriminelle Organisationen sehr stark in auch ökonomischen Zusammenhängen tätig sind. Und da braucht man einfach das Wissen über diese Strukturen, um dort auch operieren zu können. C'è molto importante. Clatcota dice che il suo libro racconta la nuova criminalità globale. È vero? Ci sono gli esempi? Sì, nel romanzo racconto la criminalità in Russia, in India, in Paraguay, a Marsiglia. Tutto questo per raccontare come la criminalità sviluppi un'economia, un'economia illegale che poi si innesta con l'economia legale. E questo è un sintomo di una globalizzazione che ormai è consolidata da molto tempo. Also, das stimmt. Sie haben ja gefragt, ob das Buch die Absicht hat, die globalisierte Kriminalität zu beschreiben. Ja, das will er. Und das Buch spielt auch an verschiedenen Orten, hauptsächlich in Marseille, aber eben auch in Paraguay und in Russland. Und da sieht man, dass die Globalisierung auch nicht vor der Kriminalität Halt gemacht hat und eben die neuen Regeln der ökonomischen Globalisierung auch für die organisierte Kriminalität gelten. C'è la parte nera della crisi finanziaria, criminalità abito nero. Non c'è una morale? No, la morale non c'è mai stata nella criminalità, ma da quando la criminalità si è globalizzata sono scomparse tutte le regole che riuscivano a creare un equilibrio tra i diversi schieramenti criminali. E quindi oggi la criminalità ha a che fare con un approccio diverso alla società, non vuole più rimanere fuori dalla società, ma vuole stare all'interno della società, e questo la rende ancora più pericolosa. Also die Frage danach, ob es keine Moral mehr in der Kriminalität gibt, beantwortet er natürlich mit sowieso nicht, also die gab es auch noch nie, aber es gibt auch keine Regeln mehr, also die organisierte Kriminalität hat immer nach Regeln funktioniert, die es einfach durch die Globalisierung und andere Faktoren nicht mehr gibt. Und ein anderer Aspekt der Veränderung ist auch, dass sich die kriminellen Organisationen nicht mehr damit zufrieden geben, außerhalb der Gesellschaft als sozusagen Parallelgesellschaft zu existieren, sondern sie möchten im Inneren der Gesellschaft möchten sie ankommen und im Inneren der Gesellschaft möchten sie als halb legal, halb illegal und oft auch nur gar komplett legal eigentlich funktionierende Systeme operieren.
Also racconta la criminalità della città di Massilia, la commissaria Bernadette Bourdet, la brigade anticriminalité, sa come combattre le vie della criminalità e lei usa i suoi metodi. Bébé, lei ha morali e principi? Sì, di tutto il romanzo la commissaria Bernadette Bourdet è l'unica che ha una dimensione, ha uno spessore morale molto, molto forte, anche se è una poliziotta che sta in prima linea e combatte il crimine con metodi illegali. E nella realtà, dopo che ho scritto questo romanzo, il Ministero degli Interni francesi ha sciolto la Brigata Anticriminale de Marseille, di Marsiglia, perché usava questi metodi assolutamente illegali. Però io difendo questo gruppo di poliziotti che si trova a combattere una battaglia durissima contro dei nemici che vincono continuamente perché appunto non rispettano nessuna regola. Also in dem Roman gibt es eine wichtige Figur, das ist die Polizistin Bernadette Bourdet, die zur Bekämpfung der Kriminalität sehr harte und auch illegale Mittel einsetzt. Die Frage war danach, ob sie eigentlich moralische Prinzipien hat und Massimo Calotto sagt, ja, absolut, es ist sogar die einzige Figur in dem Roman, die solche moralischen Prinzipien auch hat und nach denen auch arbeitet. Und natürlich wendet sie illegale Mittel an. Und übrigens sagt er auch, diese Figur ist auch eine reale Figur. Also diese Figur und diese Institution innerhalb der Marseiller Polizei, die hat es wirklich gegeben. Die wurde aber vor kurzem auch vom französischen Staat dann komplett suspendiert und gelöscht wegen dieser illegalen Mittel. Aber er sagt, es ist wichtig und er will die auch verteidigen gegen seine Kritiker, weil diese Polizisten in dieser Stadt einen extrem harten Kampf auch führen gegen unheimlich brutale und auch skrupellose Gegner, nämlich die eben internationale Kriminalität dort. Und das hält er eben für wichtig und es geht einfach nicht anders, als mit allen Mitteln auch dagegen vorzugehen. Ci sono anche Sosim, Sunil, Giuseppe e Ines. Sono quattro ragazzi che si sono conosciuti all'Università di Leeds, sono diventati amici e hanno la particolarità di provenire tutti da famiglie che si occupano di criminalità organizzata. E quindi cominciano a ragionare, a pensare e a sognare e sognano un nuovo modo di molto moderno di svolgere un'attività criminale e quindi si inventano di diventare una banda, si chiamano tra di loro la Dromos Gang e quindi cominciano a muoversi su un territorio molto pericoloso di criminalità. So, die Frage war, ging in Richtung der sozusagen der Gegenspieler von Bernadette Bourdet, vier junge Kriminelle. Aber richtige Kriminelle. Ja, junge Menschen, die alle aus kriminellen Familien sozusagen kommen und sich getroffen haben in einer Elite-Uni in Leeds. Und wo sie eben von ihren kriminellen Familien auch hingeschickt wurden. Das schließt ein bisschen an, was wir vorher gesagt haben, dass eben da sozusagen auch klar ist, dass Bildung eben wichtig ist für die Kriminellen. Die treffen sich, haben sich dort getroffen und haben sich sozusagen haben eine Gruppe gebildet, eine kleine kriminelle Zelle, Vereinigung, die nun versucht, dort in Marseille die Kontrolle über die Kriminalität dort zu gewinnen. Und sie auch gegenseitig aufwiegeln, nicht? Genau, also innerhalb Marseilles gibt es natürlich einen Territorialkampf zwischen diesen Banden und dort kommt dann eben diese ganz modernen, mit ganz neuen Mitteln operierende Kriminalität, der gegenüber die klassische Kriminalität komplett alt und altmodisch und auch hilflos ist letztlich. Was hat Sie an dem Roman am meisten beeindruckt? Mich jetzt? Ja, also ich finde, das ist wirklich ein Roman, der zwei Dinge wahnsinnig
exemplarisch auch verbindet, nämlich es ist ein Roman, der unfassbar spannend, auch drastisch ist in seiner Beschreibung von Kriminalität mit unheimlich starken und ungewöhnlichen Charakteren, aber der hat eben auch diesen beeindruckenden, fast essayistischen Wert, dass er nämlich einfach ein unglaublich komplexes, fast nicht zu durchschauendes, zu durchschauenden Sachverhalt beschreibt, den der internationalen Kriminalität an so einem Beispiel. Und das ist sehr beeindruckend und es hat, also es gibt kein Sachbuch, kein Essay, kein Artikel, den ich je gelesen habe, der einem so klar macht, welche Dimensionen eigentlich und welche Allgegenwart auch Kriminalität heutzutage hat. Come l'attenzione è generata nel suo libro? Ma io ovviamente in questo tipo di letteratura i colpi di scena che si susseguono in modo continuo all'interno di uno schema molto preciso di trama è il trucco principale dal punto di vista narrativo per tenere alta l'attenzione del lettore. Ma io soprattutto lavoro sulla velocità di lettura. A me interessa agganciare l'attenzione del lettore e fare in modo che il lettore non si stacchi più dalla lettura. E il complimento più grosso che mi può fare un lettore è quello di essersi dimenticato il latte sul fuoco. Die Frage ging in die Richtung, wie entsteht Spannung in seinen Romanen? Was sind sozusagen die formalen Mittel, die er einsetzt? Und er sagt, also die klassischen Mittel der Kriminalliteratur, das Verteilen von Pointen und Höhepunkten nach einem klassischen Prinzip, das liegt ihm eher fern, aber ihm ist es sehr wichtig, also sein Mittel ist eben das der Geschwindigkeit, der Schnelligkeit. Mit diesen, das ist immer schon und in diesem Roman besonders sein Mittel, den Leser auch an das Buch zu binden. Die Geschwindigkeit, die hohe Taktung von Ereignissen und neuen Wendungen, sind mit denen will er erreichen, dass sich der Leser an das Buch gefesselt ist. Und das Schönste, was er was das schönste Kompliment für ihn ist, wenn jemand sagt, er hat es in einem durchgelesen, das Buch. Und dabei mehrere Stationen der S-Bahn verpasst. Genau, das ist genau, sagt er auch. I criminali tra i loro sono altrettanto duro come i loro criminali. Sì, non ci sono più regole nella criminalità. Marsiglia poi è la città più violenta d'Europa, è la città dove sparano di più i Kalashnikov, che è ormai l'arma principale usata da questo tipo di criminalità. Tutti sono contro tutti e lo scontro militare è diventato ormai una cosa quotidiana, non solo tra gang, ma anche contro le forze dell'ordine. Ecco, per cui la violenza è il principale regolatore delle contraddizioni all'interno del mondo criminale. Verbrecher sind sie untereinander genauso hart wie bei ihren Verbrechen. Er sagt, dass klar, es gibt überhaupt gar keine Regeln mehr, die bekämpfen sich natürlich in erster Linie untereinander. Die Sicherheitskräfte, die Polizei ist sozusagen eine von mehreren Gruppierungen, die sich da sozusagen mitkämpfen, aber es gibt überhaupt gar keine Regeln, besonders in Marseille, wo die Anzahl unterschiedlichster Organisationen durch diese auch geostrategische Lage der Stadt so hoch ist, da ist einfach da ist die Kriminalität und die Brutalität auch des Kampfes, auch des übrigens eben körperlich ausgetragenen, blutigen Kampf, Territorialkampfes, besonders groß. Also es ist ein Kampf jeder gegen jeden und das ist natürlich sehr extrem. Ich habe das schon auf den ersten Seiten gemerkt, da gehen welche die Treppe runter in Südamerika, gehen welche die Treppe runter, machen eine Tür auf, einer wird erschossen, da erschrickt man sich beim Lesen. Già le prime pagine al Paraguay, lui dice che si vede subito come il carattere del libro, perché viene ucciso qualcuno molto veloce. Der Leser erschreckt, ich erschreck mich dabei plötzlich. Sì, è spaventato. Poverino. La storia di suo libro fa parte della lotta contro la criminalità? Beh, sì. Raccontare questo tipo di criminalità, che tra l'altro è una criminalità poco raccontata dai media, è sicuramente un modo per contrastarla. L'obiettivo di questa letteratura, c'è un obiettivo sociale, che è quello di informare il lettore. Il lettore legge una storia, si diverte, però sa che quello che l'autore racconta
è frutto sempre di un'inchiesta, di un'analisi molto precisa della situazione. Also die Frage war, ob, ob sein Buch auch ein Bestandteil eines Kampfes gegen die Kriminalität ist. Und er sagt, ja, also den Anspruch hat er auch, denn er will mit dem Buch auch vor allem natürlich etwas tun, was sonst wirklich wenig auch passiert, gerade in Italien, nämlich informieren über die, die Zustände, einfach erklären, aufklären auch über die Zusammenhänge der organisierten Kriminalität und in dem Sinne ist es auch ein Beitrag zur Bekämpfung der Kriminalität. Meine letzte Frage wäre noch, wer soll das Buch lesen? Ich kann mir kaum, also es gibt relativ wenige Zielgruppen, die jetzt nicht für das Buch in Frage kommen. Das ist ein sehr offener Krimi, der sozusagen den spannungsinteressierten Leser, aber sogar auch den politisch-gesellschaftlich interessierten Leser betrifft. Also es sollte ein bisschen, sollte man, wenn man jetzt etwas sehr, sehr zart beseitet ist, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt dazu greifen. Ich habe mich schon erschrocken beim Lesen. Ja, genau. Aber so ein bisschen erschrecken ist ja auch schön. Genau. Ja. Massimo Collato, molto grazie. Grazie a lei.